Nur noch 3 Spieltage in dieser Saison und es fallen die nächsten Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg. Wir haben wieder ganz genau hingeschaut und beginnen natürlich mit dem packenden Fernduell zwischen Nordhorn und Hamm. Wer wird Zweiter in der zweiten HBL? Und da musste am Freitagabend die HSG Nordhorn-Lingen beim Dessau-Rosslauer HV vorlegen. Nordhorn ja vor dem Spieltag einen Punkt hinter Hamm, hat aber auch immer noch ein Nachholspiel vor sich und es ist schon kurios, in welchem Gleichschritt die beiden performen. Gewinnt Hamm, gewinnt auch Nordhorn. Verliert Nordhorn, verliert Hamm. In Dessau aber wartet eine knifflige Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Daniel Kubesch. So schlug Dessau ja erst vor 2 Wochen eben jene Konkurrenz aus Hamm. Und damit genug der Vorrede, gehen wir rein ins Spiel. Und das beginnt mit dem ersten Treffer der Hausherren durch Timo Löser. Die Gäste beginnen tatsächlich ungewohnt nervös. Aber dann kommt Robert Weber, Fehlwurf. Und das nutzt Dessau in Person von Jakub Hirska. Da kommt er an den Ball. 2:0. Und dieses Bild verfestigt sich. 7 Meter. Jetzt scheitert auch Stegefeld. Und zwar vom 7-Meter-Punkt. Starke Parade von Ambrosius. Und die ebnet den Weg zum 3. Dessauer Tor. Ganz viel Platz dort für Max Emanuel. Erst nach 4,5 Minuten kann tatsächlich Nordhorn das erste Mal treffen. In persona Robert Weber. Dessau bleibt am Drücker. Ganz starkes Ding von Timo Löser hier, super auch von Vincent Sommann im Falle noch bedient. Nordhorn braucht den Hallo-Wach-Effekt, vielleicht kommt er ja mit Georg Pöhle. Das ist genau sein Spiel. Und hinten kommt endlich auch mal Bad Ravensbergen an den Ball. Vincent Sommann ist das, der nimmt sich den Wurf, Ravensbergen ohne Probleme. Und so kämpft sich die HSG zurück ins Spiel. Lasse Seidel mit dem Anschluss. Eine Viertelstunde ist gleich rum. Erneut sieht Ravensbergen dort etwas auf sich zukommen. Er pariert und auf der anderen Seite einmal mehr Georg Pöhle. Der hat mehr Erfolg als Dessaus Rückraum in dieser Szene. Sein Treffer zum 8:8. Jetzt haben wir ein Handballspiel auf Augenhöhe, geprägt von so schönen Toren wie hier. Lennart Gliese und auch einer gewissen Härte. Beispielgefällig, Luca Baumgart kommt hier viel zu spät. Keine andere Wahl für die Schiedsrichter, die sehr schnell ihm die rote Karte geben. Baumgart also darf nicht mehr mitwirken, den daraus resultierenden 7 Meter verwandelt Weber. Aber Dessau lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ganz starkes Spiel, der Gastgeber wieder Timo Löser am Ende der Halbzeit. Mit der Schlusssirene kontert noch einmal Daniel Fontaine 17:17. Viele Tore also in Durchgang 1. Das darf gerne so weitergehen. Ein Spiel, das man sich gut anschauen kann. Zunächst eine starke Ambrosius-Parade und ein schneller Treffer von Pust 18:17. Aber Nordhorn kann ja auf einen Mann eigentlich immer zählen und der heißt Georg Pöhle. Erneut der Ausgleich. Dann dreht das Spiel wie zu Beginn des ersten Durchgangs komplett in die Richtung von Dessau. Nordhorn findet keinen Zugriff mehr und vorne kommt auch noch Wurfpech dazu. So gelingt Dessau ein 7:1 Lauf, Ausrufezeichen. Timo Löser hier mit dem 26:20. Sander Visser kommt hier zum Abschluss und leitet mit diesem Treffer einen 5:0 Lauf der Gäste ein. Ein Spiel in Wellenbewegungen. Und es funktioniert so, weil Ravensbergen wieder den Kasten dicht macht. Nordhorn zu einfachen Treffern kommt wieder über Visser. Nur noch einer. Ein Wechselbad der Gefühle. Die Hausherren kommen wieder. Vincent Sommann sorgt ein wenig für Entlastung. Viel Hektik jetzt natürlich drin in diesem Spiel und dann kann Nordhorn 9 Minuten vor dem Ende wieder ausgleichen, wieder Georg Pöhle. Andere Seite, Max Emanuel netzt ein, setzt sich hier stark durch und dann setzt Stegefeld im Gegenzug den Ball neben das Tor. Unfassbar, das nutzt wiederum Sommann mit diesem spektakulären Wurf. Ein Tor der Marke Tor des Monats. Davon kann sich Nordhorn nicht mehr erholen, weil die Zeit läuft davon. Pöhle klaut zwar nochmal den Ball, aber das hilft ihm und der Mannschaft herzlich wenig, nur noch kosmetisch. Denn am Ende steht es 31:30. Ganz schwerer Rückschlag für die HSG im Kampf um den Aufstieg, während sich Dessau feiern kann. Denn Dessau spielt jetzt auch in der nächsten Saison ganz sicher in der zweiten HBL. Das würde der TV im Stetten ja auch gerne, aber dafür braucht es ehrlicherweise schon fast ein kleines Handballwunder. Vor allem, weil der TVE nicht nur unten drin steckt, sondern heute auch noch den Aufstiegsaspiranten Nummer 1 zu Gast hat, nämlich den ASV Hamm Westfalen. Aber bleibt es im Gleichschritt da oben in der Tabelle, muss nach Nordhorn ja nun auch Hamm verlieren. Oder kann Hamm doch aus Nordhorns Niederlage Profit schlagen? Es geht zumindest gut los für die Rotgekleideten. Jan von Bönig überwindet Maurice Paske zum 0:1. Dann legt Emstetten nach. Frederik Stüber gleicht aus.
kleiner Zeitsprung, denn da steht Freddy Stüber schon wieder im Mittelpunkt, allerdings dieses Mal, weil er nicht rechtzeitig zur Stelle ist. Es gibt die rote Karte und die große Schwächung für Emstetten früh im Spiel. Und diese Überzahl nutzt Hamm, um mit 3 Toren davonzuziehen. Balleroberung und dann geht's schnell. Danny Bajens rein ins leere Tor. Weiter absetzen kann sich Hamm aber nicht, denn Emstetten fightet und trifft. Sie wissen, hier müssen wir heute punkten. Ole Schramm kommt, einer seiner 8 Treffer an diesem Tag. Wir springen kurz vor die Pause und da kommt Alexander Engelhardt. Emstetten geht aber dahin, wo es wehtut. Keine Phrase, keine Floskel. Holt tatsächlich nochmal den 7-Meter raus und den verwandelt natürlich der Top-Torschütze Dirk Holzner. 15:15. Starke Leistung am Ende vom TVE, der den haushohen Favoriten aus Hamm hier vor eine große Aufgabe stellt. Auch in Durchgang 2 Fragezeichen. Der geht los wie der erste mit einem Tor von Von Bönig. Deren 11 sind es am Ende übrigens für den Rückraumrechten. Aber weil eben auch Emstettens Rückraum in Trefferlaune ist, ändert sich nicht viel. Es ist ein starkes Handballspiel. Ole Schramm 19:20. Vor allem ein Spiel, das spannend ist. Dann kommt Orlowski 23:25. Und das erwähnen wir, weil danach geschlagene 5 Minuten kein Tor mehr fällt. Heißt aber auch, die Spannung steigert sich ins Maximale. Langweilig wird es aber trotzdem nicht, denn wieder sieht ein Spieler die rote Karte, diesmal Hamms Abwehrchef Benjamin Meschke. Und dann sehen wir eine Rarität. Dirk Holzner vergibt diesen Strafwurf. Der sonst so sichere Schütze zeigt Nerven und das nutzt auf der Gegenseite Jan von Bönig, um die Führung wieder auf 3 Tore auszubauen. Kann sich der TVE noch einmal zurückkämpfen? Er versucht es zumindest mit Oliver Krechel und dieser Parade. Und dann macht es Paul Kolk schnell. 26:27. Und das war es noch lange nicht. Diesmal nämlich Fehlwurf, andere Seite, Jan von Bönig. Und Ole Schramm schaut und trifft. Ausgleich. Bekommt Hamm doch noch das Nervenflattern. Dramatik pur. 7 Meter. Fabian Husmann, der Kapitän, übernimmt Verantwortung und wird ihr gerecht. 29:30. Was macht Emstetten? Runarsson kommt, wieder Ausgleich. Auszeit, noch 15 Sekunden auf der Uhr. Was hat Hamm vor? Sucht natürlich seinen Goalgetter, sucht Jan von Bönig. Rein ins Glück, 30:31, Ende. Hamm sichert sich 2 Punkte, vielleicht die goldenen im Aufstiegsrennen, aber auf der anderen Seite ist die Entscheidung gefallen. Der TVE ist buchstäblich im Tal der Tränen, denn das war's. Die Rettung ist rechnerisch nicht mehr möglich. Der TV Emstetten muss den Gang in die 3. Liga antreten. Und genau diesen Gang wollen die Jungs hier natürlich unter allen Umständen vermeiden. Aber dafür muss der TV Großwallstadt Punkte holen, auch gegen den TuSEM aus Essen. Denn aktuell steht der TVG auf Rang 18 und der reicht eben nicht zum Verbleib in der 2. HBL. Also Motto, alles reinwerfen, wir gehen rein ins Spiel. Großwallstadt in Blau von rechts nach links beginnt das Spiel mit Dino Czorak. Da kommt er an den Ball, links gefangen, rechts geworfen, Treffer 1:0. Essen tut sich erst einmal schwer. Das ist Becher, der scheitert an Minerva und so kann auf der anderen Seite Kuno Schauer, der hier von Savas bedient wird, auf 2:0 erhöhen. Es dauert ein bisschen bis zum ersten Tor der Gäste. Hier macht Becher es besser, 2:1. Großwallstadt agiert aber weiterhin zielstrebig und effizient. Pierre Busch auf rechts außen, Treffer 3:1. Was ist mit Essen? Minerva hält schon wieder. Und dann auf der anderen Seite kommt Savas, der Mann mit der 77 auf halblinks. Das ist sein Spiel. Was ist denn hier los? Hat Großwallstadt was mit Abstieg zu tun? 7:1, nur ein Treffer von Essen, fast sind 18 Minuten schon rum. Jetzt kommt Lukas Firnhaber ins Spiel auf halb rechts und das tut Essen gut, 7:2. Andere Seite, wieder Savas, der trifft aus allen Lagen, 9:3. Trotzdem, nach der Auszeit läuft es besser für den TuSEM, Maldonado setzt sich hier durch und verkürzt. Bis zur Pause tut sich aber nicht mehr viel am Spielstand, wieder legt Savas vor, auch in höchster Bedrängnis. Und auf der anderen Seite bleibt Felix Klingler nur noch der Treffer zum 12:7, aber der lässt sich zumindest richtig gut anschauen. Eine sensationelle erste Hälfte des TVG, aber es gibt ja noch 30 Minuten, da kann viel passieren. Zum Beispiel das hier, Lukas Firnhaber. Auch in der Zeitlupe, sehr stark. Insgesamt 7 Treffer machen ihn zum besten TuSEM-Angreifer in diesem Spiel. Aber Großwallstadt drückt aufs Tempo. Flo Eisenträger zum 13:8 und apropos Flo, den hat Großwallstadt weiter. Im Gegenzug kommt Tim Rossmann. Und dann macht sich Großwallstadt das Leben durch Zeitstrafen und auch Fehlwürfe selbst schwer. Arne Fuchs pariert und auf der anderen Seite verkürzt Lukas Firnhaber, da sind es nur noch 3.
Wir springen in die Crunch-Time. Der TVG hat die grüne Karte gezogen und einen Plan, den Frieder Bandlow in die Tat umsetzt. Ja, der ist drin. Da sind's wieder zwei. Aber der Tusim gibt sich noch nicht geschlagen. 7 Meter, aber Minerva hält den Ball und hat die Nerven. 25-22, das muss es doch sein. Aber es wird nochmal hektisch. Weil auf der anderen Seite auch Fuchs sich auszeichnen kann. Das hier ist dann der letzte Treffer der Partie. Maldonado, 25-24. Der TVG kann den Vorsprung über die Zeit retten und verlässt die Abstiegsränge. Richtig viel Dramatik also wieder drin. Wir schauen mal auf die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende. Gummersbach einmal mehr siegreich, 29-23 gegen Rimper, das nun aber rechnerisch die Klasse gehalten hat. Dormagen schickt den EHV Aue mit 28-21 nach Hause und damit auch in die dritte Liga. Richtig spannend war es zwischen Lübeck-Schwartau und den Eulen mit dem besseren Ende für den VfL. Außerdem unterliegt Eintracht Hagen dem HSC Coburg und Rostock fährt ganz wichtige Punkte gegen Hüttenberg ein. Der TuS Ferndorf unterliegt derweil Bietigheim und komplettiert wird der Spieltag durch Eisenach-Sieg im Ostderby gegen Dresden. Wir schauen auf die Tabelle. Wir wissen also, Gummersbach ist schon durch. Dahinter hat Hamm jetzt alle Karten in der Hand. Nordhorn muss auf einen Patzer vom ASV hoffen und selber natürlich auch alles gewinnen. Und dann wie immer der Blick nach unten. Hier hat aktuell Dormagen auf Rang 16 die besten Chancen auf den Klassenerhalt. Dahinter folgen punktgleich Großwallstadt und Ferndorf. Trotzdem, die Alarmglocken sind auch bei den Eulen natürlich an. Emstetten und Aue sind bereits rechnerisch abgestiegen. Schon am Dienstag geht's weiter, da gibt es die nächsten Nachholspiele. Ganz wichtig natürlich das Gastspiel von Nordhorn in Coburg und Dessau gegen die Eulen Ludwigshafen. Ganz regulär geht es dann am Freitag weiter mit Spieltag 37. Alles wie immer live auf Sportdeutschland TV.